Ein freundes Guten Hallo, ich grüße euch alle herzlich hier zur nächsten Folge von Strategic Command World War One. Wir haben in der letzten Folge uns ein klein bisschen weiter hier in Griechenland vorgekämpft, in Russland und haben uns im Suez-Kanal ein bisschen breit gemacht und die griechischen Truppen machen zur Verteidigung von Sparta mobil. Okay, also Entente überfällt wieder, ja, das ist, oder Entente. Ja, das ist alles okay, ganz nett, sehr gut. Norwegen kriegen wir halt weniger Punkte rein. Finnland haben wir halt noch zusätzliche Punkte bekommen. Das Vereinigte Königreich führt die Wehrpflicht ein. Das ANZAC-Korps oder ANZAC rückt. Alter, diese scheiß Serben, ne? Also, das hier geht mir jetzt doch ein bisschen hart auf die Nüsse. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir da nicht sogar doch noch eine dritte Truppe dahin bringen könnten. Weil das funktioniert ja nicht so, wie ich mir das gerade vorstelle. Das reicht ja schon, wenn es eine Abteilung ist. Das muss ja wirklich jetzt hier keine großartig starke Truppe sein. Oder vielleicht doch ein Korb, um das schnell zu beenden. Ich weiß es nicht. Dann mal kurz hin, ein, zwei Runden kämpfen lassen, dann wieder weg. Müssen wir mal gucken, wie das jetzt läuft. Aber wir haben jetzt fast wieder einen ganzen Monat vorgesprungen, also 28 Tage war jetzt die Runde. Ich habe da eigentlich nie so wirklich drauf geachtet, wie viele Tage da immer vergehen. Überlege Flottenbewegungen. Ja gut, das ist uns erstmal egal. Okay, die Artillerie rotzt da jetzt gerade richtig rein. Aber wir werden nächste Runde den Nachschub abschneiden, also sollte das... Ich glaube, die Position sollten wir mal tauschen. Ach, ich habe die Partisanen letzte Runde vergessen. Uiuiuiui. Das war nicht so gut. Ich glaube, die mache ich jetzt als erstes in dieser Runde. Also wenn er hier ganz viele Truppen hinbringt, nur für diese zwei kleinen Partisaneinheiten, dann haben wir da auf jeden Fall schon mal viel mit gewonnen. Aber das dauert echt langsam, echt so schon eine ganze Weile, um das hier durchtriggern zu lassen. Ich hoffe, das ist nicht zu... Die bolschewistische Revolution führt zu Chaos in der Armee. Sehr schön. Oh, das klingt auf jeden Fall nach Verlusten. Die Norweger protestieren gegen die Angriffe der Entente auf die Handelsschiffe. Okay. Französische Arbeiter im Südwesten streiken für bessere Arbeitsbedingungen. Ja, okay. Ja, ist okay. Was wird blockiert? Die Verweigerungsbewegung No... spricht sich gegen die Wehrpflicht aus. Oh no. Constipation Follow Chip. Okay. Deutsche sozialistische Kriegsgegner gründen den Spartakusbund. Okay. Die Bolschewiken ergreifen die Macht in Russland. Trotzki leitet den Inhalt des Skirs-Picot-Abkommens an die britische Zeitung The Guardian weiter und stellt damit die Entente bloß. Okay. Das heißt jetzt was? Panzerkreuzer? Nordsee? Hab ich ein Eisenbahngeschütz geholt absichtlich oder? Ich glaube, ich muss mal ausprobieren, ne? Ach egal, bauen wir mal auf. Okay, so. Jetzt gucken wir mal. Ein. Bei Schaden. Wir müssen auf jeden Fall da einen Trupp nachholen. Ich muss sie sogar mal eine Runde auffrischen lassen. Das geht so nicht.
Vielleicht, wenn ich hier durch bin, schicke ich den dahin oder sowas. Ich weiß es noch nicht. Ja, müssen wir jetzt da zurückbringen. Ich will den da jetzt erstmal so schnell wie möglich raus. Ah, obwohl, ich hätte ihn eigentlich stehen lassen können, egal. Sollen wir hier was von der Front wegziehen? Ach komm, egal. Ich will lieber die Sachen hier einnehmen. Wenn die Serben down sind, dann habe ich schon mehr als genug getan. Öffnen von hier mal an. Wenn die Russen down sind, habe ich noch mehr als genug Zeit, um mich gegen die Serben zu richten, wollte ich sagen. So. Ah, 4 Schaden können wir setzen. 3, 4. Da gehen wir rein und da wir da hier so schön an der... Alter, nur einen Lebenspunkt kann ich hier heilen. Ich habe einfach zu wenig Nachschub. Okay, den frischen wir auf jeden Fall mal auf. Bevor ich jetzt hier ja dich auch... Bevor wir jetzt hier so ganz krass weit vorrücken, wäre das schon so gut. Okay, dich können wir da mal reinbringen. Den kann ich eigentlich gar nicht an der Front wirklich gebrauchen, ne? Den bringen wir mal zurück. Den bringen wir einfach jetzt mal nach Serbien, um da irgendwie was zu erreichen. Und dann haben wir da unsere Truppe. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt gehen wir mal... Ich glaube jetzt Ostfront... Hat sich jetzt hier größtenteils erledigt, ne? Ich habe alles gesteuert. Immer noch ein Stück. Immer mal so. Dann haben wir den da wieder gefangen, das passt. Sehr gut. Jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt hier wieder in die nächste Festung reinkommen. Himmelbau. Ah, das sieht doch schon mal echt schick aus. Den nach da und zack, haben wir die nächste Festung wieder erobert. Sind jetzt zwar nicht viele Punkte, aber das sollte auf jeden Fall passen. Jetzt werde ich gerade sogar angerufen. Mein Gott, bin ich gerade beliebt. Zum Thema, weil eben in der letzten Folge davor bin ich jetzt auch schon mir jemand geschrieben worden. Ich habe aber vergessen zu antworten. Ich glaube, das ist derjenige jetzt gewesen. Müssen wir jetzt mal gucken. Muss später mal gucken nach der Aufnahme. Also, ich kann zwar jetzt mal... Ah. Okay. Macht keinen Sinn. Von dem gehen wir auf jeden Fall jetzt mal weg. Autsch, das tat weh. Ah, da haben wir einen. Na, den treffe ich nicht. Vielleicht warten wir jetzt mal so die Runde ab und dann gucken wir mal, ob wir da ein paar Dinge reingeben können. Heilen wir jetzt mal kurz auf. Ach, dich können wir noch upgraden. Schön. Sehr schön. Jetzt haben wir das nächste U-Boot fertig. Und jetzt habe ich die Punkte auch endlich mal ein bisschen dafür aufgespart. Also passt das auch so. Also, Nordsee würde ich mal sagen, lass mal so, bis auf, dass ich jetzt dieses Schiff hier noch weiter runterziehen werde. Griechenland gucken wir jetzt erstmal kurz rein. Okay, da kann ich jetzt nicht reinrücken, aber es sollte ja demnächst jetzt auch noch weitergehen. Okay, für dich wird das nichts mehr werden. Dann schnapp dir eine Schaufel, rück hier ran und... Oh, wir können da echt guten Schaden verursachen. Und ich sehe jetzt gerade hier ein schönes... Oh, U-Boot. Egal. Hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Hier brauche ich eigentlich... Nee, ich brauche da gar nicht gucken. Das macht keinen Sinn. Alles klar. Wieso bist du aus Medina raus? Hä?
okay. Das ist einfach nur ein Anzeigefehler gewesen. Verstanden. Dann gehen wir mal nach da, greifen den auch noch an. Also Medina dürfen wir auf keinen Fall hier an diese bösen Partisanen verlieren. Und diese guten Partisanen müssen wir beschützen. So. Okay, dich kann ich nicht machen. Dann bleib du da mal drin und... Ja, du kannst keine Schaufel auspacken. Bescheiden. Okay. Mach, glaube ich, dieses Jagdflugzeug kaputt. Also, das ist einfach viel zu verlockend, dass das jetzt hier komplett zu zerstören. Dass wir das nicht ausnutzen. Okay, ich könnte hier reinrücken. Da kann ich nicht hin. Ja. Dann rücke ich nämlich hier so weiter rein. Du nach da, du nach da. Dann können wir nächste Runde mal hier auf den ordentlich einhämmern. Vielleicht sogar ein bisschen Schaden an der Artillerie machen oder sowas. Muss ich mal gucken. Hier sieht es halt genauso schrecklich aus wie vorher. Also das wird da nichts mehr werden. Da rücke ich eh nicht weiter vor. Hier haben wir das erledigt. Partisanen diesmal nicht vergessen. An der italienischen Front wird es jetzt einfach... Ja, ich werde wahrscheinlich jetzt hier... Ach komm, wir hämmern einfach mal drauf. Oh, sehr schön. Wieso hat der nur drei von Anfang an? Ach geil. So, probieren wir jetzt mal einfach reinzurücken. Zack. Klar, Feindkontakt. Warum? Wie soll es auch anders sein? Ja, der wird jetzt auch ausgelöscht werden. Ich... Okay. Wuser. Wir rekrutieren da was Neues. Wir könnten theoretisch auch eine Abteilung holen, aber ich glaube, eine Abteilung ist ein bisschen zu bescheiden. Holen uns auch noch ein zweites Korb, dann können wir das hier einsetzen, vielleicht doch noch da unten. Und dich... Moment, kann ich dich? Nee. Keine Ahnung, ich habe die Stelle jetzt freigegeben dafür, dass ich jetzt eine andere erobert habe. Das ist... Und der jetzt sterben wird. Das ist jetzt gerade ein bisschen nicht geil gewesen. Habe ich hier die Truppe verloren? Nee, oder? Aber... Du kannst da rein. Dann kann ich dich verbessern. Du packst den Spaten aus. Sehr gut. Der könnte da rein. Der geht da auch rein. Und hier, was machen wir hier? Was machen wir hier? Also wenn ich dich da reinrücke... Wir sagen, wir wollen dich da reinrücken, oder? Du machst drei Schaden, du machst drei Schaden. Okay, wenn der drei Schaden schon mal macht, das ist ja schon mal das, was ich haben will. Dir kann ich auch mal machen. Dann lasse ich den hier reinrücken. Dann ziehe ich den raus. Machen hier nochmal Jawohl! Also wir sind jetzt hier auch schon weiter vorgerückt, dass wir uns jetzt hier auch wieder schön verschanzen können. Wir drehen jetzt mal die Position wieder von unserer... Linie aus, müssen den jetzt natürlich wieder auffrischen, das ist aber halb so wild. Also sind wir in der Niederlande jetzt gerade auch schön am Vorpreschen, das ist, das gefällt mir richtig gut. Ich glaube ja genauso da, haben wir da gerade erst hingenommen. Okay, Angriffe, der kann keinen Spaten einsetzen. Das ist nicht ganz so geil, das ist nicht ganz so geil. Okay, na gut, dann gehen wir einfach mal hier auf Konfrontation. Dann versuche ich hier einfach mal
Er hat die Angriffe abgewehrt, der hat den auch weggemacht. Okay. Also wenn ich den muss ich dann da... Ja komm, ich bring ihn einfach da rein. Ich versuche einfach mal, oder ich gucke einfach mal, ob das funktioniert jetzt so, wie ich will. So ein bisschen mit der Brechstange daran. Das muss jetzt irgendwie funktionieren, so. Jagdflugzeuge kommen ran, den können wir erstmal nicht einsetzen. Hier ist schlechtes Wetter. Artillerie. Geben wir dem hier... Komm. Aber die Moral und die Leistungsbereitschaft auf jeden Fall sinkt massiv. Also die Verschanzung ist das Einzige, was diese Stellung da noch hält. Moral 29, ja, okay. Da müssten wir jetzt einfach so drüber rutschen können. Bam, zerschlagen. Den bringen wir mal nach vorne. Packen den Spaten aus. So läuft die Geschichte. Ich würde behaupten, dass wir hier mal den nächsten noch versuchen reinzurücken. Also ist das da wieder unser nächstes Ziel ist. Mich jetzt gerade nochmal kurz hier unten, wo ich gerade mal hier so drüber bin. Dass wir den vielleicht mal ein bisschen schützen. Dass der ein bisschen beschädigt ist. Das könnte schon mal vielleicht das eine oder andere jetzt doch gebracht haben. Komm, hau mal das Geschütz da drauf einfach, dass die Bereitschaft da ein bisschen runtergeht. Vielleicht bringt es was. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Flotte haben wir schon erledigt. Ja, ich glaube, also nicht, dass ich schon wieder was vergessen habe, aber ich auf die Gefahr hin, dass ich das getan habe, dann ist das jetzt gerade einfach mal so. Okay, dich. Haben wir angegriffen? Ja. Dich haben wir nicht angegriffen. Das können wir dann einfach mal drehen. Dass der da keinen Mali bekommt, weil er eingegraben ist. Okay, das wäre über einen Fluss angreifen. Das muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Aber ich habe hier vielleicht schon einen Vorteil, wenn ich von hier aus doch nochmal versuche zu kämpfen. Müssen wir jetzt mal schauen. Alles klar. Aber das machen wir nächste Runde oder nächste Folge ungefähr. Darum ist das jetzt gerade erstmal nicht mehr so relevant. Okay, kein Schaden gesetzt, da können wir nichts machen. Den bringen wir mal ein Stück weiter weg. Das funktioniert auch nicht. Also bei den Italienern können wir jetzt doch noch mal ein bisschen Schaden an der Marine setzen, das gefällt mir. Okay, der will nicht. Toll, da krieg ich Schaden. Das ist jetzt genau das, was ich eigentlich nicht wollte. Ja, der braucht mir eh nichts tun. Das passt, das passt. Kann ich jetzt hier eigentlich wieder irgendwas noch tätig verbessern war? Im Aufklärungsbomber brauche ich nicht verbessern, wenn ich ihn nicht einsetzen kann. Das müssen wir noch mal ein bisschen weiter jetzt hier ausarbeiten. Achso, das ist nicht verbessern gewesen, das ist... Ja, okay, alles klar. Truppen verbessern, Truppen verbessern, Truppen verbessern, Truppen verbessern. Das ist ja alles, was nicht an der Front ist, konnten wir verbessern, haben wir festgestellt, oder? Und einigermaßen Verstärkung haben. Okay, dann... Ah? So. Den Dreadnought könnte ich machen, ja... Der könnte ein bisschen was vertragen. Vielleicht sogar... Wir gucken jetzt mal rein. Deutschland, Abteilung, Korb. Wir haben auf jeden Fall hier einen Korb, was wir neu aufstellen können. Oder beziehungsweise wieder neu aufstellen können, weil diese Kosten sind reduziert, wenn man es schon mal hatte. Und den Türken... Ja gut, wir könnten eigentlich einen Korb noch neu rausbringen, was, weil wir jetzt hier durchrücken können. Macht das für mich durchaus Sinn, dass wir da hier irgendwie noch was nachbringen können. Forschung. Wir könnten
könnten natürlich die Artillerie vorbereiten, aber das ist jetzt für mich jetzt nicht ganz so wichtig. Wir machen jetzt einfach mal hier auch noch Spionage weiter, dass die Gegner da ein bisschen noch schwächer sind. Und Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr freut euch auf die nächste Folge, wenn wir hier weitermachen. Der Russe ist auf jeden Fall nur noch bei 12%, also 3% noch weiter runter getriggert. Der Franzose nur noch bei 45, also die beiden, also der Franzose fällt gerade schneller als der Russe, aber das sollte beides, also der Russe auf jeden Fall nicht mehr allzu lange sein, Franzose, es sollte machbar sein, und dann haben wir auf jeden Fall unseren kleinen oder großartigen Sieg errungen. Aber es bleibt trotzdem spannend, weil es halt kein eindeutiger Sieg bisher ist oder für mich sehr eindeutig aussieht. Oh, ich habe hier noch ein U-Boot, das bringen wir noch weiter nach vorne. Genau, weil es kein eindeutiger Sieg ist, werden wir dann nochmal ein bisschen das im Auge behalten müssen. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.